Liebling, warum machst du nicht seine Gesichtsoperation? Das wäre eine gute Konsultation. Die Lösung ist eine Reise nach Schweizerland. Dann können wir später so hängen, unser Spiegelein an der Wand. Du bist nicht mehr du selbst. Nein, nicht nach unserem letzten Besuch im Zirkus. Es war unnötig, was wir in der Pause gemacht haben. Wenn wir, als du beschlossen hast, auf dem Elefanten zu reiten. Warum musstest du das tun? Ich vermisse dich und auch, wie du aussahst, bevor du auf dem Elefanten geritten bist. Tieren sollten nicht im Zirkus sein. Nein, Tieren sollte frei in der Natur sein. Du bist ein lebendes Beweis dafür. Menschen und Tieren sind nicht gleich. Menschen sind klein und weich. Und viel, viel leichter als der große, schwere Fuß eines Elefanten. Der Klang, wie er herumtrampelte auf dein Gesicht, verfolgt mich jede Nacht nicht an. War der Klang. Gebrochene Nase, kaputtes Gesicht. Ja, da hilft kein Botox. Nein, wir brauchen stärkere Sachen. Eine Reise nach Schweiz und ein Gesichtsoperation. Die Versicherung deckt alles ab. Tieren sollte frei sein und nicht im Zirkus arbeiten. Menschen soll Menschen bleiben und nicht glauben, dass alle Tiere kennenlernen können. Ja, nach einer ansagenden Zeitung fahren in die Schweiz und die Alpen und sie haben dich wirklich geholfen. Ja, genau haben sie das. Ja, du bekommst neue Stimme und neue Brüste und ja, Liebe kennt keine Grenzen. Ja, auch die Elefant ist glücklich. Ja, er arbeitet in einem Weingut in Südfrankreich und zertrampelt Trauben jeden